Also, ich schaue ein bisschen verwirrt aus. Unser kleiner John Doe ist leider krank geworden, hat extrem starken Durchfall. Wir waren jetzt 2 Stunden beim Tierarzt. Er hat Medikamente bekommen, er braucht intensive Pflege. Es ist keine Bavo und Gott sei Dank gar keine Giardien. Aber er braucht, wie gesagt, rundum Betreuung. Und es geht ihm jetzt wieder besser. Er war schon sehr müde und ein bisschen phlegmatisch und darum sind wir gleich gegangen. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschlossen, ihn jetzt schon an seine neue Besitzerin zu übergeben, weil sie natürlich gesagt hat, hey, gesund pflegen, das muss ich machen. Und wir haben ihr da recht gegeben, gerade wenn ein Tier krank ist, gerade so ein kleines, das baut dann zu dem, der ihn gesund pflegt, natürlich eine extreme Bindung auf. Und ja, wir haben es für richtig gehalten, den Kleinen jetzt gleich. Also sie war mit beim Tierarzt und hat ihn jetzt gleich mit nach Hause genommen. Und ich weiß, ich werde ihn jede Woche sehen, weil sie kommt mit ihren Hunden zu mir schon trainieren. Sie wird auch mit ihm zu mir trainieren kommen. Ich habe versprochen, nicht zu verraten, wer sie ist. Sie wird das Geheimnis dann selber lüften. Dem Kleinen geht es soweit gut. Er hat eben Diätfutter und verschiedene Medikamente und bekommen. Er hat auch einen neuen Namen, auch den verrate ich nicht, aber es ist ein ganz süßer Name. Ja, ich hoffe, ihr versteht uns, aber ich würde einen kranken Hund nicht irgendwo lassen. Es ist ein Unterschied, ob die Mami pflegt oder, ich meine, nichts gegen Krankenschwestern, also um Gottes Willen, ja, aber die Mami ist halt die Mami und sie hat ihn auch schon zweimal besucht und er hat sich ja gleich irrsinnig gefreut, wie sie da war und ich denke, es ist für alle die beste Lösung, wenn er bei ihr gesund werden kann und dadurch die Bindung, also das stärkt natürlich ungemein die Bindung. Und ich hoffe, ich kriege das zusammen, dass ich das Video im Anschluss an das Video dranhänge. Falls nicht, nein, ich kriege das hin. Es ist schon spät, ich bin müde, ich habe wirklich gerade, weil man echt Sorgen gemacht habe um ihn. Und ich bin hundsmüde und ich schlafe klein. Aber ich bin sehr froh, es geht ihm soweit besser und mit dem Diätfutter und mit den Medikamenten sollte das bald vorbei sein. Also, gut.